Guten Morgen, liebe Trader. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Marktüberblick heute am Donnerstag, dem 4. August. Ich spreche hier zu euch aus der Nähe von Valencia. Es ist wunderschönes Wetter. Es müssen heute wieder über 30 Grad werden. Blauer Himmel, Sonne scheint. Und für uns geht heute die Reise wieder ein Stück weiter Richtung Alicante, sodass ich wahrscheinlich morgen aus dem Bereich zu euch sprechen werde. Also schauen wir uns an, was steht heute noch an. Es gab schon ein paar Zahlen, Auftragseingänge der Industrie, die etwas weniger schlecht ausgefallen sind als prognostiziert. Dann haben wir um 10 Uhr gleich noch den Monatsbericht der EZB und wir haben heute Nachmittag aus den USA Daten zum Export und Importen sowie schon mal die ersten Daten zu den ersten Anträgen der Arbeitslosenhilfe. Morgen kommen ja die Non-Farm Payrolls, die wichtigsten Arbeitsmarktdaten, die jeden ersten Freitag im Monat kommen. Danach haben wir noch eine Pressekonferenz von einem EZB-Mitglied und abends nochmal ein Statement von FOMC-Mitglied Mester, wer auch immer das ist. Schauen wir uns den Markt an. Denn ja, wie gestern eigentlich schon gesagt, haben wir hier eine Zwei-Tages-Korrektur gehabt und gestern nun einen starken Aufwärtstrend, starken Aufwärtstag gehabt. Besonders die Tech-Werte sind gestern extrem gut gelaufen. Schauen wir dann mal eben rüber zum Nasdaq und ja, wie man hier so richtig schön erkennen kann, haben wir hier einen Aufwärtstrend. Wir hatten hier den Breakout. Haben wir alles hier bekannt gegeben, auch in unserem Marktüberblick. Dann konnte man hier nach dem neuen Hoch konnte man den Stopp verschieben, auch bekannt gegeben. Ja, wir hatten hier unseren Trade in den Gewinn gebracht und ja, gestern gab es dann nochmal einen starken Tag. Das ist für diejenigen, die jetzt den Trend handeln wollen, natürlich eine tolle Sache, weil die haben den Stopp noch hier, die sind also immer noch in Position, wenn man möchte. Ja, und jetzt könnte man natürlich überlegen, halt langsam in den Bewegungshandel überzugehen, denn der Markt ist natürlich schon ein ganzes Ende weit gelaufen. Wenn man sich mal anschaut vom 16.06. in dem Low, was wir hier auch, sage ich mal, besprochen haben im Marktüberblick, dass wir hier eine Bodenbildungsphase sehen und dass der Markt hier jetzt mit einem neuen Aufwärtstrend startet. Da könnte man eben halt jetzt in den Bewegungshandel gehen und sich enger absichern. Also zum Beispiel entweder unter dieser Kerze hier oder eben halt unter dieser Kerze und den Stopp dann immer weiter nachtrailen und dann irgendwo hier sein Gewinnziel im Bereich CRV zum Beispiel 2:1 oder in der Art zu legen. Schauen wir uns den Dow Jones an. Ja, der Dow hat nicht eine solche Dynamik wie die Tech-Werte, denn im Moment wird ja das Inflationsszenario, ich sag mal, weniger stark eingepreist, beziehungsweise zum Teil auch ausgepreist. Und sodass man eben halt davon ausgeht, dass die Zinsen doch nicht so explosiv steigen werden. Zumindest, sage ich mal, gibt es hier einen Unterschied zwischen den zwei und den 10-jährigen Staatsanleihen. Die 10-jährigen Staatsanleihen sind doch relativ deutlich zurückgekommen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, sodass man eben halt davon ausgeht, dass die Inflation doch mehr oder weniger, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein temporärer Effekt ist, aber sich doch abschwächen wird in Zukunft. So, jetzt blicken wir rüber. Ja, daran sieht man mal gerade, okay, das ist das Problem, wenn man halt auf fremdes WLAN angewiesen ist. Das WLAN ist doch sehr, sehr langsam, denn ich arbeite hier auf dem Server. Das heißt also, das, was ihr hier seht, das liegt auf einem VPS-Server und nicht hier lokal auf meinem Laptop, sodass ich halt hier über Remote Desktop darauf zugreife. Also nach dem Breakout hier im DAX hatte ich gesagt, okay, man kann den Stopp hier hinziehen. Hier haben wir ein neues Hoch. Jetzt haben wir wieder ein neues Hoch. Jetzt könnte man wunderbar den Stopp hier hinsetzen auf die 13,3. Ja, und dann auch natürlich nicht vergessen, auch irgendwo mal den Gewinn mitzunehmen. Wie gesagt, der Breakout war bei 13.000. Wir sind jetzt hier bei 13,7. 700 Punkte. Ja, das bedeutet mit einem großen FDAX eine ganze Menge Geld. Na, jetzt kommen wir aber zu den spannenden Teilen, denn
Öl aus meiner Sicht ist besonders interessant, denn gestern hat die OPEC ja die Ausweitung der Fördermenge um, man kann sagen, homöopathische 100.000 Barrel beschlossen. Und trotzdem wollte der Markt hier nicht weiter rauf. Ja, jetzt ist leider gerade meine Verbindung hier verloren gegangen. Ich hoffe, die kommt gleich zurück. Ja, also ich sage nochmal kurz zu Öl weiter, dass die OPEC, wie gesagt, gestern quasi nur eine sehr, sehr kleine Ausweitung der Fördermenge beschlossen hat von 100.000 Barrel. Und dass hier der Ölpreis trotzdem nicht positiv darauf reagiert hat, sondern schlussendlich eben halt sogar gefallen ist. Ja, also das spricht natürlich Bände dafür, dass eigentlich hier wir voraussichtlich im Öl die Hochs einfach gesehen haben. Ja, also der Markt kommt im Moment einfach nicht weiter rauf, so wie ja auch viele andere Dinge aus den Agrarrohstoffen und Metallen zum Beispiel stark korrigiert haben, also die Industriemetalle teilweise deutlich korrigiert. Ja, so ist es eben halt auch hier, dass der Ölpreis im Moment einfach nicht rauf will. Das war so ein Fake-Breakout hier an dem Tag und danach ging es dann tatsächlich in Richtung der übergeordneten Trendgröße bzw. in Richtung des übergeordneten Trends weiter, nämlich nach unten. Gut, schauen wir uns die Zinsen an. Die haben hier gestern wieder leicht angezogen, aber die Großwetterlage, also der übergeordnete Trend, ist hier weiterhin positiv. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die amerikanische Zentralbank ihre Zinsen ja noch weiter anheben wird und von daher wir tatsächlich eben halt hier nur ja, hier ist was los in Spanien, dass wir eben halt hier weiterhin ist der Hammer. Ja, ich sitze hier halt, jetzt wird gerade der Pool aufgemacht, und gleich geht's los. Also ich muss sehen, dass ich fertig werde, weil gleich kommen hier, ich weiß nicht, wie viele Leute hier an. Auf jeden Fall, es ist der Wahnsinn. Leute, guckt es euch an. Und wieder ist die Verbindung zusammengebrochen. Ja, so ist das halt, wenn man quasi Vanlife-mäßig unterwegs ist. Man muss nehmen, wie es kommt. Ja, okay, also gucken wir uns nochmal ganz zum Schluss gleich nochmal Gold an. Aber hier bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen sehen wir im Prinzip jetzt eine Korrekturphase und jetzt müssen wir halt schauen, ob der Markt doch weiter in Richtung seiner Großwetterlage, nämlich Long, raufgehen will. Aber ich halte das Potenzial hier durchaus für begrenzt. Gut, dann gucken wir uns zum Schluss noch Gold an. Na, tut er mir noch den Gefallen? Es sieht nicht danach aus. Okay, dann erzähle ich Gold so, denn ja, Gold hat ja übergeordnet einen Abwärtstrend gebildet, also ist auf der Short-Seite jetzt seit Wochen und Monaten unterwegs. Als Euro-Anleger merkt man das nicht so sehr, denn da Gold ja in Dollar gehandelt wird, hat man hier den Kursverfall des Goldpreises nicht vollständig mitgemacht und so langsam kommt der Markt eben halt an einen Punkt, wo wir auch wieder einen Aufwärtstrend gebildet haben auf Tagesbasis. Hier sehen wir ihn, jetzt ist er gerade gekommen zum Glück. Hier sehen wir den Aufwärtstrend, aber wie gesagt, man muss immer dazu wissen, übergeordnet sind wir in einem Abwärtstrend. Es kann gut sein, dass der Markt halt vielleicht nur bis zu diesem damaligen Support-Level läuft und jetzt wieder in seine Haupttrendrichtung Short-Bewegung aufnimmt. Hier könnte man zum Beispiel jetzt, wenn man hier long gegangen ist, könnte man sich dort oben unter dieser Kerze jetzt absichern und hier schon mal zumindest einen kleinen Teilgewinn seines Buchgewinns absichern. Ja, denn dreht der Markt hier drunter,
bekommen wir ein Gegensignal und was bedeutet, dass der Markt hier auf der Short-Seite weitermachen will. Aber ja, so könnte man das hier handeln. Und ja, was der Markt daraus macht, das werden wir dann sehen. Also, ich mache jetzt Schluss. Ich wünsche euch sonnige Grüße hier aus Spanien und wünsche euch allen einen guten Handelstag. Bis dann. Tschüss.